Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ich bereits im Chat geschrieben habe, habe ich leider eine kaputte Aufnahme. Die ersten, ja, circa 6-7 Minuten wurden aufgenommen. Und ich habe dann festgestellt, danach wurden dann keine Minuten mehr aufgenommen, sondern nur noch 7 Sekunden. Das bringt uns natürlich nicht allzu weit und ich würde euch trotzdem gerne zeigen, wie das Ganze hier abläuft. Deswegen habe ich leider nur noch diese eine Möglichkeit. Das ist der einzige Char und das ist leider ein sehr, sehr kleiner Char. Das ist der einzige Char, der diese Quests hier noch nicht gemacht hat. Mit ihr werde ich jetzt heute nochmal alles aufnehmen und... ja, ich hoffe, dass ihr dann dadurch wenigstens keinen Leerlauf haben werdet. Wir befinden uns immer noch in Stross im Kai und wir haben ja... Es ist schön, euch in einem Stück wiederzusehen. ...in der letzten Folge die drei Aufgaben hier gemacht. Die drei Leute von der Mannschaft haben wir geholt. Und jetzt sprechen wir erstmal mit Lambur. Heda, der Kapitän sucht euch! Warum? Was ist los? Dank eurer Arbeit können wir mit dem Ding loslegen. Wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute, die lautstark fordern, sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen. Ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen. Ich werde gehen und mit dir sprechen. Aber vorher sprechen wir noch mit Nicolina. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr jemanden gefunden, der uns bei diesem Beutezug helfen kann? Wir kommen voran. Ha! Ich wusste, dass ihr es schafft. Wer braucht schon die alte Mannschaft, diese Verräter, wenn ihr uns helft? Ich bleibe hier und bitte weiter um Geduld. Kalin! Wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Ich stimme zu. Was jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen, dem Beutezug. Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Seine Transportlogbücher? Wirklich? Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, meine Freundin. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Wie macht uns das reich? Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Der König hat eingewilligt, euch für sie zu bezahlen? Auf jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Wie mache ich das? Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn, ohne Blutvergießen. Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambur und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Ich bin bald wieder zurück. Neramo, was möchtest du? Oh, ja, hallo. Das ist faszinierend. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Neramo, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, richtig? Ja. Wie sieht eure Idee aus? Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar.
Ach ja, Shepard war ja die Dwemer-Spinne. Ja, das klingt sehr gefährlich, aber ich nehme es gerne an. Danke, Neramo. Lasst mich wissen, falls es noch irgendwelche Nachwirkungen gibt. Vor allem Zuckungen. Ich bin recht interessiert an diesen Zuckungen. Ja. Okay, wir kümmern uns um die Zuckungen, beziehungsweise wir halten das im Auge. Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Was haltet ihr von Captain Kalins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass mein Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereit liegt. Danke, Larissa. Ich nehme eure Hilfe nur allzu gerne an. Mit Vergnügen. Trefft mich draußen vor dem Palast. Ich werde etwas Besonderes für euch aussuchen. Ja, und genau hier habe ich bei der ersten Aufnahme übrigens einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich sie zu spät bemerkt, bin an ihr vorbeigelaufen und dann musste ich die Dienerkleidung bezahlen. Also das ist dann eure Alternative, wenn ihr nicht alles richtig macht und mit Larissa spricht. So, Jakan. Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, meine Freundin? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Jakan, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Bosek hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. Klingt gut, Jakan. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek mir. So, das heißt aber gleichzeitig... Ach nee, die Sachen sind gestohlen. Okay, die können wir doch leider nicht nehmen. Ich meine, wir könnten die theoretisch mitnehmen, aber naja. So, das heißt, wir müssen zum Palast. Der war... Genau, der war da oben. Hatte ich das noch richtig im Kopf? Reiten wir einmal hier unter die Unterführung und dann links. Ab mit Leid. Ja, Mitleid kann man mit mir haben, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat. Oh, Moment. Ach, da ist sie ja. Genau, da bin ich nämlich... Nee, das ist... Hier ist sie. Da bin ich nämlich irgendwie dran vorbeigeritten, glaube ich, bei der Originalaufnahme. Na, sieh an, wer da zu Besuch kommt. Habt ihr eine Verkleidung für mich gefunden? Oh ja. Probiert mal diese an. Ich bin sicher, sie wird euch passen wie angegossen. In der Zwischenzeit werde ich meine Durchsuchung des Palasts fortsetzen. Okay. Achso, Moment, die habe ich jetzt im Inventar, genau. Mein Inventar ist jetzt übrigens sehr, sehr wüst, weil das halt jetzt nicht mein normaler Char ist. Ich schau mal eben, die Jute-Schärpe, die könnten wir mal eben ändern. So, dann können wir jetzt nämlich schon in den Palast rein. Und beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass wir rechts außen rumlaufen mussten, weil wir das nämlich selber alles machen mussten. So, das war noch hier unten. Da können wir mal eben hinlaufen. Bei Onsis Knochen. Was denn jetzt? Habt ihr Oberhaupt Bosek gesehen? Hat euch auch angeschrien, oder? Er ist gerade da rausgegangen, um sich mit den neuesten Schlampen vom Festland zu vergnügen. Beeilt euch lieber und schenkt ihm nach. Ihr wollt ganz sicher nicht, dass er auf dem Trockenen sitzt. Nein, nein, das wollen wir wirklich nicht. Okay, dann gehen wir mal eben raus. Und ganz hinten... Da ist er. Nee. Also, da sollte er sein, habe ich zumindest gedacht. Da ist aber Jakan. So war das nämlich. Ah, meine demütige Dienerin. Gerade rechtzeitig. Was ist mit Bosek passiert? Mein lieber Freund Oberhaupt Bosek erholt sich von seinem Intermezzo mit diesen beiden lieblichen Damen. Mit denen hat man alle Hände voll zu tun. Und man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Warum bringt ihr den Schlüssel des guten Oberhaupts nicht zur sicheren Verwahrung nach drinnen? Das werde ich tun. Ja, und im Original war es so, dass hier tatsächlich der Typ gesessen hat und wir haben dann da in dem Wein hier, also ich glaube hier ins Getränk, haben wir was reingemischt, haben ihm das dann gegeben und dann hat er gesagt, oh, ich fühle mich so schummrig und dann ist er umgekippt und dann kam von der guten Dame noch so ein Spruch wie, für gewöhnlich schlafen sie erst danach ein.
Ja, also ich weiß nicht, warum ich das letztes Mal so anders gemacht hatte, aber so ist es natürlich wesentlich einfacher. Aber so lernt ihr auch mal beide Seiten kennen. So, da ist noch was zu lesen, das nehme ich doch gerne mit. Und die Kassette ist oben. Das ist jetzt, glaube ich, genauso, wie es beim letzten Mal war. Und zwar steht der Typ hier, Hallöchen, der, glaube ich, jetzt sehr starke Kopfschmerzen hat. So, und ich würde sagen, wir können Neramo jetzt auch sagen, Zuckungen sind definitiv noch vorhanden danach. Wir schnappen uns jetzt mal schnell die Kassette, beziehungsweise den Schlüssel. Nee, die Transportlogbücher waren da drin. Den Schlüssel hatte Jarkan ja besorgt, sowas. Und gehen wieder raus. So, hier können wir noch nicht reiten, da müssen wir noch ein Stückchen weiter raus. Und dann treffen wir uns, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den Docks wieder. Genau. Ja, das war eins zu weit. Ich weiß, ich weiß. Es ist für mich etwas ungewohnt, so nah auf dem Pferd zu sitzen. Müssen wir nicht da durch, sondern eins weiter. Und zwar hier durch. Ketten. Werte Freundin, willkommen zurück. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Hier sind die Transportlogbücher, Captain. Hier, Tarwarp, die Schiffsbücher, die Boseks Missachtung der königlichen Dekrete belegen. Kommt, Zeit zu gehen. Ja. Bin schon unterwegs. Und nun? Hoch mit euch. Alle Mann an Deck. Bereit zum Ablegen. Endlich. Zurück nach Bethnik. Ich habe meinen Clan vermisst. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Bethnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Nun gut, ich werde die Mannschaft kennenlernen. Wenn es eine Sache gibt, die mich Meister Kassan gelehrt hat, dann ist es, dass man am Leben bleibt, wenn man sein Schiff und seine Mannschaft kennt. Scheint, als ob ihr eines Tages ein guter Kapitän werdet. Aber ihr werdet euer eigenes Schiff finden müssen. Ja, und das wird bald kommen, für alle, die an sowas interessiert sind. Ich hoffe inständig, dass es noch diesen Monat kommt, aber ich denke mal spätestens im August. Dann kann man sich nämlich sein eigenes Haus, haltet euch fest, für alle Schiffsliebhaber, kaufen, indem man ein riesiges Schiff, ungefähr diese Größe würde ich sagen, erhält mit 3 Etagen oder sowas, glaube ich. Also mit dem Deck eingeschlossen. Und es ist wirklich jede Menge Stauraum. Also es ist so riesig, dass man sich das wirklich sogar schon als Gildenhaus machen könnte. Mundussteine rein, beziehungsweise rauf und überall die Tische hinstellen. Klar, dann wäre natürlich der Platz eigentlich blödsinnigerweise verbraucht und so. Aber so riesig ist es tatsächlich und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Haus. Und klar, ihr werdet natürlich auch ein Video davon hier auf dem Channel, nee, hier auf dem Channel nicht, sondern bei Alpha-Wölfin dann sehen, auf meinem Zweit-Channel, wo ich das Haus dann vorstellen werde, wenn ich es, gekauft habe, kaufen werde, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich da echt schon wahnsinnig drauf. So, jetzt können wir mit allen mal sprechen hier. Wir können uns auch mal umziehen, fällt mir gerade auf, weil wir haben ja immer noch die Roben des Dieners an. Was wollt ihr? Ihr segelt mit uns? Natürlich. Ich bekomme immer meinen Willen. Im Gegensatz zu Jarkan. Er kommt mir nicht mehr in die Nähe einer anderen Frau, bis ich zu alt bin, ihn davon abzuhalten. Und wir Altmeer werden wirklich sehr, sehr alt.
Ja, lasse ich jetzt mal so stehen. Kapitän Kalin hat aber lange gebraucht, von dieser verdammten Insel herunterzukommen. Überrascht mich nicht. Ork-Probleme sind nicht ihre Probleme. Aber wenn ihr nicht geholfen hättet, würden wir hier feststecken. Das werde ich euch nicht vergessen. Ja, und ich glaube, die Sachen... Ach nee, die Sachen sind auch wieder gestohlen. Schade. Neramo. Aktivierte Dwemer-Spinnen sind außerordentlich lernfähig. Jetzt muss ich verhindern, dass Andrelion Shepper beibringt, ihm Getränke zu bringen. Ja, obwohl... Naja, wenn der irgendwie Getränke in seinen Krallen hier tragen könnte, wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Hervorragend. Jetzt wurde mir befohlen, Neramo auf seiner nächsten Irrfahrt zu begleiten. Zumindest sind die Getränke frei. Hat doch auch seine Vorteile. Ich schau mal eben, ich wollte gerade sagen, hier vorne ist nämlich noch jemand. Die Speerspitze ist keine Jungfernhauch, aber zumindest klafft in ihrer Seite kein riesiges Loch. Ich wäre glücklich, wenn wir nie mehr Land sehen würden. Und Jakan. Ja, ich weiß, die nennen ihn Jakan, aber ich finde, das hört sich komisch an. Strossmerkai ist ein deprimierender Ort. Zu viele Rotwadonen, die mit ihren verdammten Schwertern herumfuchteln. Wenigstens wollte mich auf der Speerspitze niemand außer Irien töten. Die wird sich schon noch besinnen. Sie ist verrückt nach mir. Mhm. Ja, wenn du das meinst. Ich hoffe, mit dir ist alles okay im Kopf. Endlich wieder auf dem Meer. Das hier ist das Paradies. Oberhaupt Bosek ist ein grausamer Herr. Wenn Kalin mich nimmt, trete ich der Mannschaft der Speerspitze bei. Das hört man doch gerne. Das sind schöne Worte. Mit denen konnten wir, glaube ich, nicht sprechen, oder doch? Ah ja, doch. Ich kann gar nicht erwarten, Jakans Kampfnarben zu sehen. Er hat sicher überall welche. Mhm, das waren so komische Trullers, die nur auf ihn fixiert waren. Schneidiges Schwert. Wir stechen mit dem berühmten Jakan im See. Elethien und ich haben eine Wette laufen, wer zuerst mit ihm in der Koje landet. Ja, sehen aus wie, weiß ich nicht, Mitte 20-Jährige, aber haben den Verstand von 10-Jährigen. Ich folge Kapitän Larissa, wohin immer sie auch geht. Sogar auf diesem Kahn hier. Ich kann es gar nicht erwarten, dass wir wieder unser eigenes Schiff haben. Was heißt hier auf diesem Kahn hier? Das ist ein wunderschönes Schiff, ja? Na gut, dann würde ich sagen, legen wir mal ab. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Betnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Ich bin bereit aufzubrechen. Setzen wir die Segel. Dann brechen wir nach Betnik auf. Einer Ork-Insel, die dem Bündnis noch nicht beigetreten ist. Ich hoffe darauf, das zu ändern. Lambur freut sich, nach Hause zu kommen. Sie wird sich vielleicht mit etwas Ale bei euch bedanken wollen. Mein Rat? Schafft ihr 6 Krüge, werdet ihr eine Freundin fürs Leben haben. Als meine Besatzung Verrat beging, dachte ich nicht, Betnik jemals wiederzusehen. Es fühlt sich gut an. Was nun? Geht in die Stadt und holt euch was zu trinken. Das ist unser Zuhause. Und wir werden eine Weile hier sein. Hier ist euer Anteil an den Einnahmen durch unseren Beutezug. Aber viel Geld haben sie nicht bekommen. Naja gut, haben wir ja durch mehrere Leute geteilt. Und wir erhalten einen schweren Torso von Rüstung des Auszubildenden. Vorsichtig hier. Diese Orks sind noch kein Teil des Bündnisses. Aber ich arbeite daran. Ihr könnt euch gerne in der Steinzahnfestung umsehen. Vielleicht trefft ihr einen netten Ork. Warum sollten sie sich dem Bündnis anschließen? Sie sind keine Narren. So stolz der Clan der Wellenbrecher auch ist, er kann die zahlenmäßige Überlegenheit des Bündnisses nicht leugnen. Und sie verdienen einen Haufen Münzen, indem sie Waffen an unsere Allianz verkaufen. Ja, ihr Lieben, damit wäre auch diese Folge zu Ende. Ich hoffe inständig, dass alles diesmal funktioniert hat mit der Aufnahme. Ich habe leider nur die 2 Alternativen. OBS, was mich jetzt schon mehrfach wirklich enttäuscht hat, dass die Datei
in der Vergangenheit, die schon etwas länger her ist, entweder komplett ohne Ton war oder komplett ohne Bild war. Oder wie zuletzt, dass die Datei zwar aufgenommen wurde, aber nicht abgespeichert wurde. Und ja, jetzt das von Nvidia, also sprich von der Grafikkarte, was mich jetzt auch gerade wieder erst enttäuscht hat. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich noch nehmen kann, was vor allen Dingen eine 2K-Auflösung bietet beim Aufnehmen, weil das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil 2K ist das Höchste, was ich aufnehmen kann, aber zumindest das möchte ich euch definitiv anbieten, weil ja, das Spiel gibt einfach so viel her. Ich glaube, es kann sogar 4K, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber 2K auf jeden Fall. Und dementsprechend möchte ich euch das natürlich auch liefern, damit ihr seht, wie toll dieses Spiel ja grafisch aussieht oder eben auch durchs Let's Play, was für tolle Quests wir hier teilweise geboten bekommen, beziehungsweise Stories. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem Original Char hier wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.